Hallo Taschenmesserfreunde und vor allem hallo Freunde Schweizer Taschenmesser. Heute haben wir hier das Vergnügen und dürfen uns diese wunderschöne Limited Edition 2013 von Victorinox anschauen. Die kommt hier in dieser schönen Schatulle, die noch in so einem Karton verpackt kommt. Machen wir mal zur Seite. Haben wir schön Victorinox Logo Limited Edition. Sehr schöne Schmuckschatulle zum Präsentieren von diesem Messer. Ne? Wenn man so irgendwie in die Vitrine machen will, kommt das richtig gut. So, nehmen wir das Messer mal hier raus. Das ist hier schön drin. An diesem Näschen kann man dann auch hochziehen. Da ist da noch ein Dokument drunter. Damaskus Limited Edition 2013. Nur 7000 Exemplare beträgt die weltweite Auflage der Damaskus Limited Edition 2013. Sie besitzen eins davon. Herzlichen Glückwunsch. Mit seiner Klinge aus Damaststahl, Griffschalen aus Eiche und einem eingearbeiteten Victorinox-Emblem aus rostfreiem Stahl wird Sie dieses Messer stets aufs Neue faszinieren. Sehr schön. Die Klinge des Messers ist aus rostfreiem Hochleistungsdamast gefertigt, 60 HRC. Okay, das sollte dann auch nicht so schnell stumpf werden bei der Benutzung. Ist die Frage, ob man so ein Messer denn überhaupt verwendet. Ja. Auf der einen Seite ist es ja vielleicht ein reines Sammlerstück, auf der anderen Seite ist diese Ausführung, nämlich das Modell Explorer, ein sehr nützliches Werkzeug. Das ist wirklich das coole Modell, wo hier diesen Kreuzschlitz hier drin hat. Naja, ab einem gewissen Alter wird die Lupe auch interessant, um mal kurz irgendwelche Kleinigkeiten zu lesen. Ne? Das Kleingedruckte. Kreuzschlitz an der richtigen Seite und man hat auch noch schön den Korkenzieher zur Verfügung. Ah, hier sind die Einprägungen. Sehr schön. 2013, 7000 und das ist das Modell 5353. Ach, schöne Zahl, ne? 5353 von 7000. Sehr cool. Weiß nicht, kann man es erkennen. Autofokus stellen wir scharf. Ne? Bei den Limited Editions wird immer hier geprägt. Sehr cooles Teil. Die kleine Klinge noch schön eingeölt. Wir haben die praktische Schere. Ne? Und hier natürlich diese wunderschöne Damastklinge. 60 HRC, das ist ganz ordentlich. Ne? Okay, wir haben bei diesem Modell halt nicht der Zahnstocher, die Pinzette. Auch das kleine Loch für die Nadel ist bei diesem Modell nicht vorhanden. Mit schön aufgeklebten Eichenholzgriffschalen und hier eingebrannt, eingefräst und ausgelegt von Karl Elsener. Seine Signatur, seine Unterschrift, sehr schön. Hier ein richtig schön massives Stahllogo eingesetzt. Richtig cool. Super scharf. Das ist natürlich auch ein tolles Modell. Was für eine schöne Damastklinge. Und ein praktisches Werkzeug. Tja, bleibt da nur die Frage, verwendet man so ein schönes Taschenmesser oder stellt man es in die Vitrine? Ich bin ja mehr so der Freund von verwenden als in die Vitrine stellen. Ist bei so einem normalen Modell wahrscheinlich etwas leichter die Überwindung als bei so einem wunderschönen Spezialmodell. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinzetten, Bewerten, Kommentieren. Und wir sehen uns bald wieder zu einem weiteren Limited Edition Video. Und bis dahin sage ich immer schön Victorinox einpacken. Okay Leute, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly, bye bye.